Predigt für den ersten Adventssonntag 2015. Pater Rolf Hermann Lingen, Dorsten, 27. November 2015. Andreas Englisch ist Fernsehjournalist und Buchautor. Zu seinem Buch Der Kämpfer im Vatikan, Papst Franziskus und sein mutiger Weg habe ich bei dem Online-Händler Amazon die Rezension eingetragen. Ob Andreas Englisch wirklich nicht weiß, was er da für einen unerträglichen Unfug ablädt? Eine sinnvolle Alternative zum Englischbuch sind die Fakten über Jorge Bergoglio, darunter zum Beispiel, dass er das sichtbare Oberhaupt der Gruppe des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils ist. Zugegeben, die Medien tun einen Teufel, über den sogenannten Seedesvagantismus zu berichten. Der Begriff fehlt im Duden und die Tatsache, dass Seedesvagantismus in der BRD sogar trotz fehlender gesetzlicher Bestimmtheit mit drakonischen Strafen belegt wird, reicht für den Durchschnittsgutmenschen schon aus, ihn gegebenenfalls sofort auf die Kuriositätenmüllhalde auszusortieren. Jorge ist Ehrenrotarier und Rotarierpreisträger. Zur Erinnerung die Feststellung der katholischen Bischöfe in Palencia 1928. Rotary ist eine neue satanische Organisation der Freimaurerei nahestehend, abscheulich und verdorben. Jorges Kindermesse 2011 ist nur ein Beispiel für zelebrierte Verwahrlosung, aber immerhin für jeden bei YouTube abrufbar. Jorges Kenntnis der katholischen Glaubenslehre ist ebenfalls in einem Video abrufbar, und zwar seine Videobotschaft anlässlich einer Veranstaltung der antikatholischen Bewegung Christliche Einheit. Und mir kommt der Gedanke, etwas zu sagen, das eine Absurdität, Idiotie oder vielleicht eine Häresie sein kann. Ich weiß es nicht, aber es gibt einen, der weiß, dass trotz aller Verschiedenheit wir eins sind. Nochmals zum Mitschreiben. Das sichtbare V2-Oberhaupt betont nachdrücklich in einer Videomitteilung, Niederschrift bei Vatikan VA, dass er etwas erzählt, das eine Absurdität, Idiotie oder vielleicht eine Häresie sein kann. Er weiß es nicht. Nun ja, niemand kann alles wissen, woher soll also ein Papst wissen, was katholische Lehre ist? Und warum sollte sich überhaupt jemand erst einmal über die Fakten informieren, bevor er etwas sagt? Zum Beispiel, wenn er in seiner Eigenschaft als Papst eine Videobotschaft zum Thema Glaubensbekenntnis veröffentlicht. Nebenbei, Häresie ist eine Straftat. Warum sollte sich jemand informieren, ob seine Handlung strafbar ist? Und Häresie schließt aus der katholischen Kirche aus. Aber wen sollte das interessieren, wenn man doch gar nicht das katholische Dogma kennt, dass die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche heilsnotwendig ist? Also einmal mehr beweist die V2-Gruppe, dass sie eben nicht die Säule und Grundfeste der Wahrheit ist. Jorge lässt die Vollblut-Heretiker hemmungslos gegen die Kirche wüten und spornt sie dabei noch kräftig an. Der Erzheretiker Walter Kasper hat es sogar zum V2-Kardinal gebracht und wurde von Jorge öffentlich gelobt. Das bedeutet, Theologie auf den Knien zu machen. Danke, danke. Zur Erinnerung, eines der bekanntesten Kasper-Zitate lautet, Dogmen können durchaus einseitig, oberflächlich, rechthaberisch, dumm und voreilig sein. Noch Fragen? Jorge spricht den Koranküsser Karol Wojtyla, sogenannter Papst Johannes Paul II., kurzerhand heilig. Öffentliche Apostasie als Weg in den Himmel. Prost Mahlzeit. Macht Jorge die Kirche anders? Natürlich nicht. Es ist ja nicht die katholische Kirche, sondern eine andere Gemeinschaft. Die Wahrheit über den V2-Betrug immer wieder herauszustellen. Auch gegen die skrupellose Ignoranz selbst der hartgesottensten Gutmenschen wäre die einzig richtige Arbeit. Andreas Englisch hat dabei vollkommen versagt. Diese Rezension wurde reihenweise kommentarlos als nicht hilfreich abgestraft. Es gab aber auch einige Kommentare. Ein Kommentator namens Ein Kunde schreibt, diese wirre Rezension ist für einen normalen Menschen nicht zu verstehen. Sie spricht für sich und macht eine Diskussion überflüssig. Herr Rolf wird mich nicht davon abhalten, das Buch zu bestellen. Soweit ein Kunde. Wenn etwas für sich spricht, wieso ist es dann für einen normalen Menschen nicht zu verstehen? Ein Kunde hat ja vollkommen verstanden, dass ich das Buch nicht empfehle. Ist ein Kunde also kein normaler Mensch? Eine Diskussion darüber ist wohl überflüssig. Damit zum Kommentator, der sich Doc Savage nennt. Hier sei er kurz Doc genannt. Der Doc schreibt,
Welche Geistlichen sehen Sie, werter Pater Ling, überhaupt noch als katholisch an? Mich wundert es seit langem, wenn geradlinig Katholische anderen Katholiken, die zum Teil sogar päpstlich berufen sind, Sie erwähnten den Erzheretiker Kardinal Walter Kaspar, ihre Zugehörigkeit zu unserem Glauben absprechen. Und ist es tatsächlich ein Zeichen der Unwissenheit, wenn Papst Franziskus davon spricht, eventuell eine Absurdität, vielleicht sogar eine Häresie zu erkennen und anzusprechen? Waren nicht auch in der Vergangenheit viele Äußerungen und Verhaltensweisen kirchlicher Amtsträger heretisch, wie wir heute feststellen müssen? Und ist nicht gerade das Bekenntnis hoher Amtsträger, Gottes Handeln nicht immer zu verstehen, manches missgedeutet zu haben, ist nicht gerade diese menschliche Schwäche ein Grund für manchen Entferntstehenden, sich die Sache doch nochmal anzusehen? Oder auch ein noch ausgereifter Gedanke ausgesprochen wird, Mission ein wenig anders? Zu Ihrem Kaspar-Zitat, Dogmen können und so weiter, da gibt es tatsächlich keine Fragen mehr. Allerdings im gegenteiligen als von Ihnen gemeinten Sinn. Aber da Sie offensichtlich mehr die Offenbarung Gottes kennen als jeder andere, erübrigt sich wahrscheinlich eine Diskussion. Die Sätze des Doc im Einzelnen. Der Doc schreibt erstens: Welche Geistlichen sehen Sie, werter Pater Ling, überhaupt noch als katholisch an? Die Frage nach der kirchlichen Mitgliedschaft ist von der Kirche bereits klar beantwortet. Die Kirche ist laut Dogma einig, heilig, katholisch und apostolisch. Papst Pius XII. Lehrt in seiner Enzyklika über die Kirche Mystici Corporis ganz ausdrücklich. Den Gliedern der Kirche aber sind in Wahrheit nur jene zuzuzählen, die das Bad der Wiedergeburt empfingen, sich zum wahren Glauben bekennen und sich weder selbst zu ihrem Unsegen vom Zusammenhang des Leibes getrennt haben, noch wegen schwerer Verstöße durch die rechtmäßige kirchliche Obrigkeit davon ausgeschlossen worden sind. Auf diese Bestimmungen bezüglich der kirchlichen Mitgliedschaft weise ich stets hin. Warum also diese Frage des Doc? Der Doc schreibt zweitens: Mich wundert es seit langem, wenn geradlinig katholische anderen Katholiken, die zum Teil sogar päpstlich berufen sind, Sie erwähnten den Erzheretiker Kardinal Walter Kaspar, ihre Zugehörigkeit zu unserem Glauben absprechen. Nicht verwunderlich, sondern vollkommen unerklärlich, weil vollkommen widersinnig, ist es, wenn Jorge Bergoglio als Papst und Walter Kaspar als katholischer Kardinal bezeichnet werden. Denn dies ist unmöglich angesichts einerseits der Aussagen von Jorge und Kaspar und andererseits der Bestimmungen zur kirchlichen Mitgliedschaft. Und zusätzlich zu den Beteuerungen ihrer Traditionstreue erklärt die V2-Gruppe schizophrenerweise auch immer wieder, dass V2 einen rettungslosen Bruch mit der katholischen Lehre vollzogen hat. Insbesondere bekannt ist die Wortwahl von Josef Ratzinger, dem späteren sogenannten Papst Benedikt XVI. Vom sogenannten Gegensyllabus. Der katholische Syllabus, das heißt die Sammlung von kirchlich verurteilten Irrlehren, hat laut Ratzinger im V2 einen Gegensyllabus erhalten. Das heißt, auch laut Ratzinger höchst selbst gilt, was die Kirche verurteilt hat, das wird von der V2-Gruppe belehrt. Der Doc schreibt drittens: Und ist es tatsächlich ein Zeichen der Unwissenheit, wenn Papst Franziskus davon spricht, eventuell eine Absurdität, vielleicht sogar eine Häresie zu erkennen und anzusprechen? Zur Erinnerung, in meinem Text heißt es, nun ja, niemand kann alles wissen, woher soll also ein Papst wissen, was katholische Lehre ist und warum sollte sich überhaupt jemand erst einmal über die Fakten informieren, bevor er etwas sagt, zum Beispiel wenn er in seiner Eigenschaft als Papst eine Videobotschaft zum Thema Glaubensbekenntnis veröffentlicht. Anscheinend ist der Doc so dermaßen darauf fixiert, Jorge zum Papst zu erklären, dass er die Absurdität von Jorges Auftritt nicht wahrhaben will. Und der Doc ignoriert selbst dann hartnäckig die Realität, wenn ihm die Absurdität von Jorges Auftritt noch dick unterstrichen wird. Der Doc schreibt viertens: Waren nicht auch in der Vergangenheit viele Äußerungen und Verhaltensweisen kirchlicher Amtsträger heretisch, wie wir heute feststellen müssen? Der Doc müsste hier zwingend benennen, was ganz konkret an heretischen Äußerungen und Verhaltensweisen kirchlicher Amtsträger wir heute feststellen müssen. Wie auch immer, anscheinend stört sich der Doc in keiner Weise an der Tatsache, dass Heretiker keine Mitglieder der Kirche sind. Der Doc schreibt fünftens: Und ist nicht gerade das Bekenntnis hoher Amtsträger, Gottes Handeln nicht immer zu verstehen und manches missdeutet zu haben,
Ist nicht gerade diese menschliche Schwäche ein Grund für manchen Entfernstehenden, sich die Sache doch nochmal anzusehen, oder auch ein noch ungereifter Gedanke ausgesprochen wird, Mission ein wenig anders? Der Doc stellt Fragen über Fragen, bei denen man sich allerdings fragt, was diese Fragen mit dem Thema eigentlich zu tun haben, ja, was diese Fragen eigentlich sollen. Nochmals zur Erinnerung, hier geht es nicht um theologische Spitzfindigkeiten gelangweilter Elfenbeinturmbewohner, sondern um das Dogma von der Heilsnotwendigkeit der Kirche. Dieses Dogma lautet, die heilige römische Kirche glaubt fest, bekennt und verkündet, dass niemand außerhalb der katholischen Kirche, weder Heide noch Jude noch Ungläubiger oder ein von der Einheit getrennter, des ewigen Lebens teilhaftig wird, vielmehr dem ewigen Feuer verfällt, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, wenn er sich nicht vor dem Tod ihr der Kirche anschließt. So viel bedeutet die Einheit des Leibes der Kirche, dass die kirchlichen Sakramente nur denen zum Heilige reichen, die in ihr bleiben, und dass nur ihnen Fasten, Almosen, andere fromme Werke und der Kriegsdienst des Christenlebens den ewigen Lohn erwirbt. Mag einer noch so viele Almosen geben, ja selbst sein Blut für den Namen Christi vergießen, so kann er doch nicht gerettet werden, wenn er nicht im Schoß und in der Einheit der katholischen Kirche bleibt. Die V2-Gruppe dagegen erklärt stattdessen, man müsse als von Gott geoffenbarte, unfehlbare Lehre glauben, der Geist Christi habe sich gewürdigt, die getrennten Kirchen als Mittel des Heils zu brauchen. Das ist dann nicht Mission ein wenig anders, sondern eine vollkommen andere Mission. Es ist die Mission der Gottlosigkeit, die in den gotteslästerlichen Spektakeln der V2-Gruppe ihren unübersehbaren, unmissverständlichen Ausdruck findet. Die Kirche stellt uns die Heiligen als Vorbilder vor Augen. Wir können und müssen natürlich nicht jeden Heiligen in allen Handlungen kopieren. Nicht jeder ist zur Ehelosigkeit, zum Priestertum, zum Martyrium berufen. Aber wenigstens eine Sache kann doch jeder vom V2-Heiligen Karol Wojtyla, V2-Papst Johannes Paul II. Kopieren. Den öffentlichen Korankurs. Also wer V2-heilig werden will, dem wäre zu empfehlen, eifrig in der Öffentlichkeit den Koran zu küssen. Das sollte tatsächlich ein Grund für manchen Entferntstehenden sein, die Sache doch nochmal anzusehen. Der Doc schreibt sechstens. Zu ihrem Kasper-Zitat, Dogmen können und so weiter, da gibt es tatsächlich keine Fragen mehr, allerdings im gegenteiligen als von ihnen gemeinten Sinn. Nur wenige Tage vor meiner Rezension des Englischbuches bei Amazon hatte ich eine Pressemeldung zum Thema Ehebrecherkommunion veröffentlicht. Ein Ausschnitt. Kasper Zitat Anfang. Dogmen können durchaus einseitig, oberflächlich, rechthaberisch, dumm und voreilig sein. Grundsätzlich lässt sich Wahrheit nie in einem Satz aussagen. Kasper Zitat Ende. Sind diese Sätze wahr oder falsch? Oder wenigstens grundsätzlich wahr, falsch? Warum sagt Kaspar diese Sätze aus und schreibt ganze Bücher voll? Zudem, Dogmen sind unfehlbare, somit zwingend unkorrigierbare Aussagen. Das ist ein Dogma. Ist dies ein voreiliges Dogma, das dementsprechend korrigiert werden muss? Ferner, weil ein Katholik bekanntlich alle Dogmen glauben muss, ist jeder Katholik zwangsläufig durchaus einseitig, oberflächlich, rechthaberisch, dumm und voreilig. Ist dieser Satz wahr, wenigstens grundsätzlich? So, also hatte ich in der aktuellen Pressemeldung die Fragwürdigkeit von Kaspars Dogmen und Wahrheitsfantastereien thematisiert. Was nun laut dem Doc an Kaspars Fantastereien so klar sein soll, allerdings im gegenteiligen als von ihnen gemeinten Sinn, bleibt wiederum unklar. Der Doc schreibt siebtens. Aber da Sie offensichtlich mehr die Offenbarung Gottes kennen als jeder andere, erübrigt sich wahrscheinlich eine Diskussion. Worauf stützt Doc diese Behauptung? Ich selbst habe doch immer wieder auf das Dogma hingewiesen, dass Dogmen ihren Sinn nicht ändern können. Die gegenteiligen Aussagen kommen von der V2-Gruppe. Ich habe das Dogma von der Heilsnotwendigkeit zitiert. Die gegenteiligen Aussagen kommen von der V2-Gruppe. Ich verbreite die kirchlichen Aussagen. Die gegenteiligen Aussagen kommen von der V2-Gruppe. Und wieso meint der Doc, ich würde offensichtlich mehr die Offenbarung Gottes kennen als jeder andere? Falls er das ironisch meinen sollte, im Sinne von, Sie verstehen die Offenbarung Gottes falsch, dann müsste er eine solche ungeheuerliche öffentliche Verleumdung vollkommen wasserdicht begründen.
was er stattdessen vollkommen unterlässt. Das Fazit zu den argumentativen Leistungen von Ein Kunde und Doc Savage fällt also recht ernüchternd aus. Zu ihrer Ehrenrettung muss man jedoch zugeben, dass selbst die ganze V2-Gruppe zusammen auch keine bessere Argumentation zu bieten hat. Die Kirche feiert heute den ersten Advent. In der heutigen Lesung ermahnt uns Paulus, vom Schlafe aufzustehen, die Werke der Finsternis abzulegen und die Waffen des Lichts anzuziehen. Im heutigen Evangelium verkündet Christus seine Wiederkunft am Ende der Welt. Christus wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und eben, die heilige römische Kirche glaubt fest, bekennt und verkündet, dass niemand außerhalb der katholischen Kirche, weder Heide noch Jude noch Ungläubiger oder ein von der Einheit getrennter, des ewigen Lebens teilhaftig wird, vielmehr dem ewigen Feuer verfällt, das dem Teufel und seinen Engel bereitet ist, wenn er sich nicht vor dem Tode ihr der Kirche anschließt. Wer der V2-Gruppe angehört und sei es bloß als eingetragenes Mitglied, betreibt das Geschäft der V2-Gruppe. Durch die Mitgliedschaft und womöglich sogar die finanzielle Unterstützung der V2-Gruppe macht er sich mitschuldig an dem Treiben der V2-Gruppe. Dann ist es wirklich Zeit, vom Schlafe aufzustehen, die Werke der Finsternis abzulegen und die Waffen des Lichtes anzuziehen. Jeder wird sich unweigerlich vor dem Richter Jesus Christus verantworten müssen, ob er dem mystischen Leib Christi, das heißt der Kirche, oder einer christusfeindlichen Gemeinschaft wie der V2-Gruppe angehört hat. Wir haben die unausweichliche Wahl zwischen dem ewigen Leben mit Christus oder dem ewigen Feuer der Hölle. Wählen wir das Leben. Amen.